Gott schickt dich Geburt. Oh mein Gott, hört sie auf da. Habt ihr keine Rückfahrkamera? Bist du doof oder was? Oh. Ich hab eine Idee, wie wir an Geld kommen. Wir können einen Unfall vortäuschen und dick abkassieren. Was? Das ist eine gute Idee, doch. Müssen wir nur reiche Schlösser raussuchen. Da müssen wir gegen ein reiches Auto fahren. Ja. Wir müssen uns eigentlich vorher noch mal irgendwie so richtig irgendwo abpacken. Damit wir richtig, also damit das noch authentisch rüberkommt, dass wir verletzt sind. Oh, hier stehen teure Autos. Alter. Gott, steht so kalt Gold. Da sitzt keiner drin, den wir verklagen können. Nee. Schick sind sie. Hallo, kommst du mal zum Auto? Hallo, wir haben Unfall gebaut. Aua. Aua. Kommt keiner. Kommt's mal denn? Da ist auch ein teures Auto. Schade. Schlechtes Timing. Alter, Frage halt. Closet. Wie Closet? Nix Closet. Das ist geschlossen hier. Ja, oh Gott, wie sieht's hier aus? Schick gemacht. Scheiße. Wolltest du mal den Kevin nochmal anrufen und fragen? Ja, keine Sprache. Ja, hallo, mein Süßen, wo bist du? Ja, das ist ja auch gerade. Wo bist du, hä? Da steht Closet vorne dran. Ne? Ach Gottchen. Hallo. Wir wollten dich gerade verklagen. Warum? Wir brauchen Geld. Hallöchen. Wofür du Geld? In die ja, hallo, ja, auch hallo, du Arschloch. Ist teuer. Opa, du wolltest mir gleich schon mal reparieren, ja? Mal gleich mal ein paar Schrauben ziehen. Wir wollen hier rumfummeln. Was geht's denn ab, hallo? Läuft bei dir, scheint so. Aber absolut, Mensch. Guck dir mal dieses Auto an, doch. Wow. Dick. Wow. Absolut wow. Wieder kommen nochmal zwei. Wieder kommen nochmal zwei. Ja, was ruft Diamond Cars? Ach so, jetzt sind wir auch noch im Autogeschäft. Also warst du ja vorher auch schon, aber vorher warst du im Autoreparationsgeschäft, jetzt bist du im Autoverkaufsgeschäft. Das ja. Bist ja ein absoluter Businessman. Wow. Wir können über dem seine Anhängerkupplung stolpern oder so. Ja, Cops haben immer Geld. Ja, vor allem zahlt ja dann das, Der Staat. Der Staat. Der hat erst recht Geld, obwohl bin ich mir gar nicht mal so sicher, ne? Oh, ich hab ne Idee. Ich lehne mich jetzt an sein Auto und steig mich da einfach am Fensterglas, was da kaputt ist. Das ist auch ne Idee. Du wolltest doch Hallo sagen. Hallo. Will ich abschließen. Na? Hallöchen, Officer. Servus. Oh nein, Victor. Oh nein, es blutet alles. Oh nein. Oh nein, der ganze Arm ist offen. Schnell ruft den Arzt. Ich rufe den Arzt. Oh nein, da stecken die ganzen Scheibensplitter in der Hand. Oh nein, mein Arm, der tut so weh. Aua. Oi. Aua. Oi. Aua. Hallo Brosko, hier Hilfe, kommen Sie schnell bei LSC. Mein Kollege hat ganz viele Scheibensplitter im Arm und stirbt hier. Es ist alles voller Blut. Aua. Was ist mit? Uiuiui, kann ich mir auch nicht helfen. Der wollte sich bei einem Polizeiauto von der Highway Patrol ranlehnen da und wollte Hallo sagen. Und da sind alle Scheiben kaputt. Da hat er sich den Arm gerade aufgeschnitten. Aua. Und es blutet alles und er schreit wie so eine Ziege, die man gerade schlachtet. Okay, können Sie versuchen, das einmal abzubinden? Ich schicke Ihnen eine Einheit raus. Jaha. Bis gleich. Aua. Bei LSC auf dem Parkplatz immer. LSC Parkplatz, alles klar. Ciao. Wir sollen das abbinden und die kommen gleich. Haben Sie Verbandsmaterial bei, Officer? Ja, mit der Scherbe drin sind, bin ich ja ganz bestimmt nicht ab. Der hat dir am Telefon gesagt. Ja, keine Ahnung. Ups. Warum habe ich dieses Verband mit? Weiß ich nicht. Verkackt.
Weil dann duscht ja die Scherben dann noch weiter ein. Victor, ja, aber das saftet doch alles, das läuft ja doch raus. Und nicht das die Scherben läuft, ziehen, das habe ich im Fernsehen gesehen. Ja, deswegen, wenn dann, lieber als rausziehen. Man macht das außen rum, man bindet die Scherbe ein. Ja, sicher, da drücken wir es doch weiter rein, das ist eine gute Idee. Achtung, Victor. Aua. Vorsichtig. Aua. Es wird alles gut. Warte, ich zieh mal die Tasche aus der Blutlache raus, wie sich das so weiß. Oh Gott. Der ganze Anzug versaut. Ich hoffe, das EMS ist gleich da. Es ist doch hier gleich ums Eck, oder? Hilfe! Hallo! Hallo, Hilfe! Er versaut sein ganzes Outfit. Schnell! Bis zum Polizeiauto durch. Servus, Prosko Kowalski, mein Name. Schreibt mal, wie man spricht. Ich würde Beschwerde erstatten. Was ist Ihr Name? Prosko Kowalski. Ja, Sie wollen Beschwerde erstatten. Ja, mein Kollege wollte sich gerade mit einem Officer von der Highway Patrol unterhalten und das Auto ist so beschädigt, dass der sich den ganzen Arm gerade aufgerissen hat. Wir sind ja am LSC-Parkplatz, die Medics sind schon da, aber ich möchte, dass das jemand mal aufnimmt. Ja, Beschwerden, dafür müssten Sie zu IAD gehen, die ist bei der City Hall. Da gehen Beschwerden, was Kollegen angeht, hin. Aber das ist ja ein Unfall, ein Mordversuch. Da brauchen wir hier polizeiliche Hilfe. Ein Mordversuch? Ja, fast. So wie das hier blutet, das ganze Outfit ist jetzt im Arsch. Ja, ich schicke einfach meine Einheit kurz zu Ihnen, die versucht das mit Ihnen zu klären. Aber wie gesagt, wenn Sie eine Beschwerde aufgeben möchten, müssen Sie das innerhalb oder über die ERD machen. Okay, weiß ich Bescheid, mache ich. Danke. Okay, super, tschüss. Gott, das ist mir fast telefoniert. Scheiß Roboter. Mit der Polizei. Victor, überlebst du das? Ich weiß noch nicht. Ich mach Beweisfotos. Bleib da so liegen. Guck mal dramatisch. Ja. Aua. Aua. Welcher Arm ist in die Scherbe noch drin? Hi, Weltpatrouille. Ja. Aua. Aua. Bin mir da nicht so sicher, Kevin. Du warst mir immer der Liebste. Bitte? Schreib dir die Dienstnummer auf von dem. So. Aua. Dann wie ist Ihre Dienstnummer, Officer? So weit gesund, HP23. Der Herr? Ja. Ihre Arme sind soweit aber. Ihre Beine sind aber soweit noch gesund. Wenn du mal Lust auf den Fick hast. Tut mir alles höllisch weh. Möchte ich trotzdem. Aua. An den Armen, ja, ich weiß. Ja. Wir machen das jetzt auch tatsächlich. So eine SMS habe ich noch nie bekommen, in Real Life. Und dann fahren wir zusammen einmal rüber ins EMS. Ja. Ich halte die Tasche hoch. Komm. Und. Oi. So, guck mal, dann kannst du ganz vorsichtig aufstehen, das ist doch gut. Der Plug. So. Dann. Ich würde da einmal ganz kurz reingreifen. Butchie. Ja. Hallo. Ich kann euch helfen. Ich wollte gerade sagen, park doch erstmal. Ja, park mal erstmal. Ja. Wir müssen gleich ins Krankenhaus, wir haben nicht viel Zeit. Ja, danke. Worum geht's jetzt genau? So, sehen Sie das Fahrzeug? Was für ein Zustand das ist? Mein Kollege, mein Freund, wollte nur mal nett den Officer was fragen, hat sich dann an der Beifahrerscheibe so hingelehnt und sehen Sie die ganzen Splitter da? Sehen Sie seinen Arm, wie das abgebunden ist? Den ganzen Arm aufgerissen, der ist fast gestorben. Schauen Sie sich das Outfit an, wie im Arsch das ist. Das so darf doch nicht der Zustand eines Polizeiautos sein. Wie gefährlich ist das denn? Das Fahrzeug war aber wahrscheinlich hier, dass es repariert wird. Ja, der Officer saß ja drin. Also vorsichtig. Ist hier gerade erst angefangen gekommen, 10 Sekunden vorher. Victor, ich komm gleich nach, die sterben. Nein. Das ich klär das mal eben mit dem Kollegen. Jaha. Aua. Alles wird gut. Aua. Pass bloß auf, dass die Tasche nicht voll blutet, die war teuer. Aua, ja. Aua. Ich komm dich gleich holen. Also möchten Sie jetzt ihn verwahren oder möchten Sie ihn jetzt anzeigen? Das weiß ich doch nicht, ich bin doch keine Polizei, das müssen Sie doch wissen. Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, Sie wenden sich an eine Leitung von der SAP, geben da eine Beschwerde ab. Mit oder welcher Möglichkeit kriege ich mehr Geld? Glaub gar keiner. Ja, dann will ich gar nichts machen, das ist mir egal. Wir können uns. Ah, da ist er schon. Aber Björn ruft mich an, ne? Wir treffen uns dann zum. Weiß schon. Ne, warte mal, wir müssen jetzt hier noch mal was klären, du. Wir müssen doch was klären. Ja, Notfallkontakte nämlich. Ach Gott, hier noch gar nicht gemacht. Noch gar nichts.
Wie noch gar nicht? Wir, hallo, nur ein bisschen. Du sag mal, erstmal musst du mir noch mal die Nummer von dem Björn da geben, ne? Und dann brauchen wir hier den Notfallkontakt mit hallo, Björn. Also, mit meiner Wenigkeit, Victor und deinem Prosko. Okay. Bitte. Herr Hammond, ist das richtig ausgesprochen? Hammond. Hammond, okay. Darf ich ihn als Notfallkontakt bei Ihnen eintragen? Ja. Alles klar, dann mache ich das eben fertig, dann ist das auch gleich hinterlegt. Mhm. Und dann wünsche ich Ihnen eine gute Besserung. Ja, was ist jetzt mit der Nummer von der Björn? Leitstelle dazu. Das ist deine Nummer. War nicht so heute. Eingeholt. Ja, wir müssen ja auch aufpassen, ne? Also wenn wir uns dazu teuer, ich meine mit dem Abend, das war jetzt gar nicht mal so geplant, aber wenn wir uns davon irgendein Auto anfahren lassen oder so, dann können wir da überall parken, ne? Wir brauchen es auf jeden Fall. Wir brauchen doch mal einen Masterplan. Weil einfach irgendwo gegen zu hämmern und zu sagen, oh, du warst schuld, das. Ja, war jetzt vielleicht nicht so clever. Aber Versuch war es wert. Ich dachte gerade beim Kopf oder so, weißt du, so. Oder wir warten an den Zebrastreifen. Wo willst du warten? Ja, da hier also, gibt es ja eine Zebrastreifen. An so einem Überweg und wenn einer angefackelt kommt. Auch bei der Fahrschule, die Idioten haben doch alle keinen Führerschein. Wenn wir da sagen wir, der hat uns mit einem Führerschein angefahren oder so. Ohne. Also mit einem Auto. Aber der hat gar keinen Führerschein. Dementsprechend darf er ja gar nicht fahren. So. Und da können wir mal vorbeischauen, ob es da Betrieb ist. Was schaut's mal, hier ist sogar Betrieb. Guck mal, da sind ja wirklich viele. Also die stehen schon alle. Hier rechts. Ah, die haben kein Geld, die können wir nicht abzocken. Warte, ich park's mal kurz. Wir warten, bis der rausfährt, gucken, dass wir, ne, und dann fahren wir da vor ihm. Das ist ganz wichtig. Und dann bremst du einfach ganz rapide. Wir hoffen, dass der uns hinten in die Karre fährt. Beim Rückwärtsfahren, das ist aber gefährlich, ja. Guck mal, was hast du vorhin gesagt im Café? Oh, oh shit, ich hab. Nee, warte, immer der Ausparken. Oh, was sollte. Ah! Der ruft bloß die Polizei. Schnell! Wir brauchen Zeugen, Hilfe! Ich brauch ganz schnell einen Officer hier beim Führerschein macht nix, hier bei der Fahrschule. Sollten sich das EMS rufen, wegen. Aber dir geht's wirklich gut, oder? Ja, ich hab mir nur den Kopf am Lenkrad aufgeschlagen. Gottchen, du hättest nicht so doll machen sollen, glaube ich. Oder wir fragen ihn, ob er uns Geld gibt, und dann lassen wir das sein ohne Polizei. Denn hier schon wieder los. Apu, du hast es auch gesehen, ne? Ja. Oh nein. Hallo. Schönen guten Tag, Officer. Oh. Wir sind hier gerade aus der Parklücke rausgefahren. Auf einmal kommt der Idiot hier angefahren mit seinem LKW und fährt hier volle Karte rückwärts lang. Das ist unglaublich, wie der Garage ist mit dem Scheißding. Abu kann das sogar bezeugen. Yeah. Das kann er gar nicht bezeugen, weil er gerade neben uns in einer Maßnahme war. Ich bin ganz langsam hier runtergefahren, dann habe ich das gesehen. Ja, ja, bis dahin war der Dispatch schon erstellt. Das kann gar nicht möglich sein. Er hat ja telefoniert mit mir. Der Victor hat mit mir telefoniert. Er wurde EMS schon informiert? Ja, so schlimm ist es nicht. Wie gesagt, ich musste ja gerade gucken, dass ich hier bei ihm bleibe und meine erste Hilfe leiste. Nur am Telefon hat er gesagt, der fährt weiter. Und dann bumm, und dann war Kontrolle, dann habe ich aufgelegt. Ich rede mal eben mit dem anderen Herrn. Ja, wir bräuchten mal einen Krankenwagen bei der Fahrschule, bei der Anmeldestelle. Da kommen wir doch gerade erst her. Geht's dir gut? Ja, wie gut. Geht's dir? Bist der Schock sitzt tief. Wasser. Herr Brosko. Ich hab dir eine Limbo. Ja, das immer wieder. Wieso sehen wir uns heute so oft? Ich weiß es doch nicht. Sind nur Idioten unterwegs. Und statt hier mal irgendwie zu fragen, ob alles in Ordnung ist oder so. Hat uns gleich angebosert. Er hat doch den Fehler gemacht. Der hat auch schon seine Tasche gekriegt. Mit seinem LKW. Einfach gegen unsere Karte rein. Ja, es kann wenigstens einer weiter reden. Ach so. Ich hab meinen Text vergessen. Oh Mann. Ich kann nicht mehr heute, ich muss wieder ins Bett. Dann geh doch. Also das ist so witzig. Du kannst in unser kommen.
Ja, klar, kommst einfach in die Mitte. Gut, ich muss doch feiern machen. Tschüss. Nein, du bleibst. Ja, hallo. Nein, ich bin vom anderen Ufer, tut mir leid. Wir auch. Ja. Ich mach Witze und ich Stängel. Aber schön, dass sie sich outen. Wer? Sie? Wieso? Wir haben sie nötig. Weil sie gerade gemeint haben, sie sind vor aber der Ufer, haben gesagt, ja, wer auch. Ja, aber ich stehe nur auf Schlitze und nicht auf Stängel. Auf Schnitzel? Auf Schlitze. Ja, wir können auch, weiß nicht, wir können auch ein bisschen Essen einbinden, wenn sie möchte. Ich kann hinten ein bisschen zusammendrücken, das sieht genauso aus. Und das mit dem anderen Ufer war auf, ja. Deswegen meine ich ja, sie können in der Mitte sein, ne? Guck mal, da kommt schon das Tatütata. Ja, wir wollen auf jeden Fall anzeigen gegen den Baller Stadt, ne? Ja. Und Schadensersatz von meinem Auto. Ich will ganz schnell hin, warte mal. Und Schadensersatz wollen wir auch noch fordern, ja. Achso, ja, stimmt, das sind Isino und Rosa. Hallo. Hallo. Ich hab's, Schadens, wir sind hier ganz normal lang gefahren. Und dann ist der LKW rückwärts in uns reingeballert. Und jetzt habe ich mit dem Kopf an Lenker gestoßen. Gut, dann kannst du ihn schon mal Zugang legen, gibst den NRCL. Ja. Wird jetzt einmal pieksen? Ja, das sage ich fick da auch immer. Können Sie das einmal so ein bisschen hochhalten, festhalten bitte? Fick da. Ja, aber klar, warten Sie. Soll ich jetzt auch noch was machen? Gottes Willen. Ey, mit dem Arm kann ich mehr, ich muss mit aber mit der ja. Rechten, mein Link. Über Geschwindigkeit? Der Link. Wenn ja, wie stark? Was ist dramatischer, wenn die Cops fragen? Das ist, spielt, glaube ich, keine Rolle. Ja, aua. Ah, oh, alles. Oh je, yeah, ich sehe alles doppelt. Ja. Die Allergien? Nee, glaub ich nicht. Doch, ich hatte mal Erdnussbutter auf dem Schniepel und dann hat sie das entzündet ein bisschen. Hatte ich ein bisschen Arschlag. Hast du den Hund dran lecken lassen, oder wie? Ja. Also Pupillen sind nicht auffällig. Okay. Kannst du hier noch ein Schmerzmittel anhängen? Kannst du hier noch Ibo dranhängen? Ja, klar, ich nehme mal den anderen Arm. Wie nach einer Shopping-Tour, so ganz viele ja, Zugänge. Super. So, mach ich da nochmal Ivo. Dieser Einsatz von Ihnen, das freut mich. Solltest beim EMS anfangen. Ja, aber das wäre überlegt. Ibuprofen ja. Ist auch dran. Na klar, ich hab noch einen dritten. Hängt mir am Spender. Osko muss dafür sorgen, dass der oben bleibt, ne? Er steht da drauf, wenn er Verletzung sieht. Ja, perfekt. Wenn er nicht mehr kann, muss einer von euch, wisst ihr Bescheid, ne? Mann, lachen Sie nicht mehr. Können Sie zuhören? Naja, ich halte einen Tropf hoch. Ich hole mal eine Trage. Müsst ihr den mitnehmen? Ja. Ja, okay. Ist er Haft? Der Herr macht natürlich gegen Sie auch eine Anzeige. Ja. Wegen versuchter Versicherungsbetrug. Bitte mal. Ja. Der Chef von der Fahrschule kommt jetzt auch vorbei. Das einmal dann. Und dann wird das hier vor Ort, wenn es möglich ist, geklärt. Aber dadurch, dass ich jetzt gerade höre, dass der Herr mit ins EMS muss. Ja. Oh, fick doch mal Fotos davon. Ja, warten Sie, ich muss Fotos machen. Schön halt, ne? Ja. Warte. Einmal auf die Trage. Also so schlecht kann es Ihnen ja nicht gehen, ne? Doch, ich mache nur Armtraining. Damit der Kreislauf wieder in Schwung kommt. Ja, das hat er gesagt, der Arzt. Hopp! Leg das hier mal kurz drauf. Kannst du schon mal hinten reinbringen. Okay. Und wenn die Bocken machen, schicken wir die Fotos nach Residuos oder so. Ja, wollen wir damit ran, ne? So, wenn sie kotzen müssen, müssen sie es sagen. An der Stelle steht die Nase, Jacqueline.